Hallo, mein Name ist Marco Krämer. Ich arbeite im Versuch der Firma Hähnchen. Ich zeige Ihnen heute die Demontage und die anschließende Montage eines Zylinders, um einen Dichtungswechsel durchzuführen. Ich beginne mit der Demontage des Zylinders. Dabei achte ich auf eine saubere Umgebung. Den Zylinder spanne ich in einem Kettenschraubstock fest. Anschließend löse ich die Schrauben am Verschluss mit einem Innensechskantschlüssel und entferne diese komplett. Zwei dieser Schrauben drehe ich in die dafür vorgesehenen Abzugsbohrungen ein, um den Verschluss vom Rohr herunterzuziehen. Hierzu die gegenüberliegenden Schrauben abwechselnd einschrauben. Den Verschluss ziehe ich langsam von der Kolbenstange herunter und entferne ihn vollständig. Ebenso ziehe ich die Kolbenstange vollständig aus dem Zylinder heraus. Hierbei achte ich besonders auf eventuell auslaufendes Hydrauliköl. Wie der Dichtungswechsel an einem Verschluss und an der Kolbenstange abläuft, zeige ich Ihnen in weiteren Tutorials. Bevor ich den Zylinder neu montiere, reinige ich das Rohr und prüfe es auf Beschädigung. Anschließend fette ich alle Teile. Dann setze ich die Kolbenstange an das Zylinderrohr an. Diese ist am Kolben bereits mit einer Montagebüchse versehen, so dass ich sie einfach in das Zylinderrohr schieben kann. Zur Montage des Verschlusses setze ich den Montagedorn auf das Kolbenstangenende. Schmiere ihn etwas und schiebe den Verschluss auf die Kolbenstange. Hierbei achte ich auf meine Finger, um mich nicht zu verletzen. Anschließend den Verschluss drehen, die Schraubenlöcher zueinander ausrichten und die Schrauben einsetzen. Mit zwei gegenüberliegenden Schrauben ziehe ich den Verschluss in seine Endposition. Noch die übrigen Schrauben einsetzen und mit dem Drehmomentschlüssel auf das richtige Anzugsmoment festziehen. Damit ist die Montage des Zylinders abgeschlossen.